Ich weiß ja nicht, soll ich das jetzt als Kompliment ansehen oder nicht, dass sie uns vertraut, wer er uns vertraut hat. Aber okay, kehrt er zurück nach Jovraska. Früher oder später. Aber das hier, das ist das Grab von Iskramor. Ich werde wohl erst ein wenig in mich gehen. Ich werde noch etwas hier verweilen. Geht schon mal vor, wir sehen uns dort. Folgt mich, nee, das brauchen wir nicht. Dann gehe ich mal. Nee, du wolltest doch hier bleiben, soweit ich weiß. Aber Moment, irgendwo muss hier doch ein Weg rausführen. So wie ich das Spiel kenne, muss man nicht alles zurückgehen. Das wäre ziemlich seltsam. Ah, ja, hier. Sag ich ja. So. Schön die Wendeltreppe hochgehen. Haben wir jetzt hier noch so eine kleine Grabkammer? Nö, nicht so richtig. Urne, Gold, Zaubertrankausdauer nehmen wir nicht mit. Gold, wir brauchen unbedingt ein Ort, wo wir was ablegen können. Geldbeutel, Geldbeutel. Hilfenrüstung, nee. Obwohl die voll viel wert, ziemlich viel wert ist. Gold. Gold. Nichts, nichts. Nada. Ey, da hat die Kettenanimation gefehlt. Was soll das denn? So, sind wir wieder im Grab. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Oh, Geldbeutel. Wilkas. Jemanden wie euch hätte ich nicht als Herold erwartet. Aber Kodlak hat eurem Urteil vertraut. Und das werde ich auch tun. Danke, danke. Kodlak sagt, ich soll die Führung der Gefährten übernehmen. Wenn ihr mir vor ein paar Monaten erzählt hättet, dass ein Fremdling, von dem ich noch nie gehört habe, die Gefährten anführen würde, hätte ich euch vielleicht die Kehle aufgeschlitzt. Aber ich habe gesehen, wozu ihr fähig seid. Und habe gehört, wie sehr Kodlak euch schätzte. Und vertraute. Hoffentlich könnt ihr beweisen, dass sich sein Herz nicht getäuscht hat. Viel Glück. Danke, danke. Nee, die Folgen sollten nicht. Ich habe Kotler geheilt. Ja, ihr habt ihm Ehre erwiesen, selbst nach dem Tode. Ein würdiges Ende für einen würdigen Krieger. Kehrt ihr zurück nach Jovraska? Noch nicht. Ich werde mir erst ein paar von diesen Einkerbungen ansehen. Ich frage mich, ob Iskramor diesen Ort zu seinen Lebzeiten jemals betreten hat. Aber ihr müsst nicht bleiben, wenn ihr nicht wollt. Ich sehe euch in Jorvask. Wir haben daheim eine Menge zu erzählen, nicht wahr? Ja, das haben wir. Ende. Ja. Ja, das war's. Himmelsrand. Das war's aber jetzt eigentlich auch mit der Questreihe der Gefährten. Das war's. Wir sind Anführer der Gefährten, haben Kodlak gerecht bzw. befreit. Oh, schaut euch an. Ist das nicht wunderschön? So, allerdings möchte ich euch jetzt noch einmal kurz, da es gerade schön Tag geworden ist, die Akademie von Winterfeste zeigen, die sich ja hier befindet, weil ich mich erinnere, war die ja hier links. Jo, das ist die Akademie von Winterfeste. Die werden wir auch nochmal besuchen. Aber später. Da haben wir übrigens den Leuchtturm. Ist das der Leuchtturm? So weit sind wir gegangen? Ja, das ist der Leuchtturm. Da oben, das. Das ist der Leuchtturm. Aber okay. So. Da ist auch noch eine Nordruine. Wir werden jetzt erstmal eine Schnellreise zurück nach Weißlauf machen. Wie uns Wilkas bereits erzählte, haben wir eine Menge zu erzählen und werden uns. Erstmal Helme geben. Der große Baum im Weißdorf im Bezirk wird
Güldengrünbaum genannt. Weiter konnte ich lesen. Die zum Wirken eines Zaubers erforderliche Magiker sinkt mit steigender Fertigkeit und entspricht gewählten Talenten. So, das heißt, die Questreihe haben wir jetzt abgeschlossen. Dann werde ich, wie bereits gesagt, zunächst einmal... Oh, es wird Abend. Ja, es sind schon die ersten Sterne zu sehen. Aha, Weißlauf. Ich habe nichts getan. Hey. Was? Warum schaut er mich so an? Seid ihr immer betrunken? Was noch mir ginge, ja. Aber verdammt, ich bin so gut wie nüchtern. Hey, in der beflackten Meere gibt es eine Flasche argonisches Bier. Das gute Zeug. Bringt sie mir. Die werden das nicht mal bemerken. Kommt schon. Ich werde eure schlechte Gewohnheit nicht unterstützen, dummer Alkoholiker. Dann haben wir nichts mehr miteinander zu bereden. Also verschwinde. So, Weißlauf, Weißlauf, Weißlauf. Hi. Kaiserlicher. Hochelf. Den kann ich auch so ansprechen. So, da sieht man schon Jovraska. Als das Kaiserreich sich dem Alten. Ich schau mal kurz. Ist hier oben jetzt eigentlich. Jo, der ist immer noch am Spiel. Lass mal mit dem mal reden. Mist, ihr seid Kotlaks Bestattung, fühlt sich die Himmelsschmiede irgendwie lebendiger an. Vielleicht, wenn der Mensch drin verbrannt wurde. Das heißt immer, die Seelen der alten Helden sind es, die der Himmelsschmiede ihre Stärke verleihen. Okay. Aber ich glaube, die Schmiede kennt die Größe von Kotlaks Seele. Ich kann es mir nicht erklären, aber es fühlt sich an, als sei sie jung. Ich wette, jetzt könnte sie Metall schmieden, wie es seit Urzeiten niemand mehr gesehen hat. Ich will es unbedingt versuchen. Okay. Okay. Okay, okay. Ja, das war wie gesagt die Questreihe der Gefährten. Jovraska ist also abgeschlossen, oder habe ich jetzt irgendwas Wichtiges vergessen? Nein. Dann würde ich sagen, werden wir jetzt vor dem Sturm aktivieren und wieder mit Ralofs Schwester Gerdur. Das ist so lange her, dass wir das gemacht haben. Bestimmt 20, 30 Videos. Werden wir jetzt mit der Hauptstory weitermachen. Und werden uns jetzt Richtung Drachenfeste begeben. Wird er. Dafür haben wir gesorgt. So, bevor wir da allerdings reingehen, werde ich dieses Video beenden. Mit der Hauptstory werden wir uns dann im nächsten Video wieder beschäftigen. Das ist Drachenfeste. So, das ist also das Herrenhaus in Weißlauf, wenn man so möchte. So, bevor wir da allerdings reingehen, werden wir, wie gesagt, das Video beenden. Ich speichere. Weil dann wird es ja, das ist ja dann ein Abschnitt, wir haben jetzt quasi einen Abschnitt Gefährtenquestreihe gemacht. Das heißt, an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Let's Play bisher gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, fügt das Video zu den Favoriten hinzu. Ansonsten schaltet das nächste Mal wieder rein. Bis dann. Mit einer Spielzeit von 12 Stunden und 44 Minuten verabschiede ich mich von euch.